Und da ist auch schon das Camp, von dem die Rede war. War dann doch nicht so schwer zu finden. Offenbar hat es das Camp. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Ich frage mich, was das für Lags sind. Ich frage mich echt, was hier gerade los ist. Aber noch mehr Menschen, die auf der Spieß. Gott, sie leben noch! Was haben die Gate Ihnen angetan? Drücken Sie R, um eine Granate zu werfen. Warten Sie auf die zeitgesteuerte Detonation oder drücken Sie R erneut, um sie explodieren zu lassen. Detonieren zu lassen. Ja, das habe ich ja vorhin schon auszusehen mal gemacht. Hat irgendwie funktioniert, wenn auch nicht so, wie ich das eigentlich wollte. Die Husks, die werden uns noch ganz schön ärgern. Die sind nämlich ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Die stürmen nämlich direkt auf uns zu und halten noch ein kleines bisschen zu uns aus. So, wir können kurze Kommentare erhalten. Riecht nach Rauch und Tod. Die sind natürlich aber nicht allzu hilfreich. Deswegen schauen wir uns mal kurz hier drinnen um. Weitere Kisten zum Öffnen. Pistole, schwere Menschenausrüstung, leichte Menschenausrüstung. Ich glaube, schwer können wir noch gar nicht tragen, ne? Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Genau. Geht noch nicht. Wäre natürlich momentan gar nicht so schlecht. Können wir aber später noch machen. Auch was es mit den Universal-Gels auf sich hat, werden wir später noch ergründen. Erstmal... Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Erstmal reicht es zu wissen, dass es sie gibt. Mit den Bewegungstasten WASD und S können Sie zum Zentralkern vorrücken. Vorsicht vor den Sicherheitsprogrammen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Manuelles Überbrücken. Wir sind da unten. Ach ja, wie ich dieses Spiel geliebt habe. So, wir müssen uns einfach hier vorarbeiten ein bisschen. Ist prinzipiell erstmal nicht schwer. Mit Universalgeld kommen die natürlich auch später öffnen. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Aber die werden noch schwer. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Haben Sie keine Angst. Wir werden Sie beschützen. Danke. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Es sieht aus, als wären alle weg. Sie sind Dr. Warren. Sie leiten hier die Ausgrabung. Wissen Sie, was mit dem Sender passiert ist? Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. In der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Gate das Camp gestürmt hatten. Handlanger der Zerstörer, Bringer der Finsternis, Boten unseres Untergangs. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen, bis sie kamen. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert, das Biest geweckt, die Finsternis entfesselt. Manuel, bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das stimmt nicht mit Ihrem Assistenten. Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Keine Hoffnung? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Ja, ich kann ihm das Maul stopfen. Nein, wir sind ein Guter, wir machen das nicht. Übernein, das will ich eigentlich gar nicht Williams, fragen. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Gut, wir lassen ihn mal in Ruhe. Wir können ihn wirklich niederschlagen an der Stelle, aber ich lasse das mal, weil wir natürlich einen guten spielen. Können wir irgendwas mitnehmen? Nein, das sind bloß irgendwelche Lufterfrischer wahrscheinlich.
Gut, ansonsten haben wir ja auch nichts weiter. Das Lager sieht ein wenig ramponiert aus, ganz geringfügig nur. Und dann sollten wir uns einfach mal weiter bewegen zum Raumhafen. Eigentlich soll Ashley uns ja hinbringen. So wirklich hinbringen tut sie uns nicht, sie rennt uns nur hinterher. Nihlus. Und ein anderer Turianer? Zaren! Nihlus! Eine nette Stimme, sanft. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Uh-oh. Mithilfe der Fähigkeit Overkill können Sie schneller und genauer schießen. Weisen Sie Overkill einem Schnellzugriffsslot zu, um rascher darauf zugreifen zu können. Moment mal. Okay. Schauen wir mal. Wir haben Overkill hier. Wir können das auf die Zugriffsslots hier oben legen. Packen wir es nochmal auf die 1. Eine Witzke, Herr Kapitän. Tja. Das Schiff verschwindet so schnell, wie es gekommen ist. Und da ist es auch schon weg. Wir sollten uns aber eher mal hier unten drauf konzentrieren. Denn es scheint Feindbeschuss zu geben. Nein, es gibt keinen Feindbeschuss, es gibt nur Feindansturm. So, das mit dem Overkill können wir erstmal außen vor lassen. Können wir später immer noch ausprobieren. Solange es geht, müssen wir es ja nicht unbedingt machen. Aber ihr seht schon, da sind auch Schützen. Das heißt, nun kommen wir in die richtigen Gefechte langsam. Hülle ist ungeschützt. Ja, dann musst du sie wiederherstellen. Universalgeld für uns. Und ein weiteres Mal manuelles Überbrücken für uns. So. Ah, das war nicht so gut. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen in das Spielchen. Ja, das war dämlich. Okay, Überbrücken gescheitert. Wie gesagt, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Eigentlich ist es halt wirklich nur eine Gewöhnungssache. Man muss Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus! Ja, ja. Ist es sicher? Sind Sie weg? Ja, ich denke doch mal, oder? Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Dinger waren überall um den Schuppen herum. Sie hätten uns sicher irgendwann gefunden. Sie haben uns das Leben gerettet. Ich kann es immer noch nicht glauben. Als wir das Schiff sahen, dachte ich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Es tauchte direkt vor dem Angriff auf. Sobald ich es gesehen hatte, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Also nahmen wir die Beine in die Hand und rannten zu den Schuppen. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich während des Angriffs erinnern. Wir drei arbeiteten auf dem Feld, als das Schiff auftauchte. Wir sahen es und rannten los. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Mannschaft passiert ist. Sie waren bei der Garage. In der Nähe des Raumhafens. Genau dort, wo das Raumschiff runterkam. Keine Chance, dass die überlebt haben. Das können Sie doch gar nicht wissen. Wir haben überlebt. Wenn Sie es bis zur Garage geschafft haben, könnten Sie auch noch leben. Wissen Sie etwas über den proteanischen Sender, der hier ausgegraben wurde? Wir sind nur ein paar Farmer. Wir haben gehört, dass Sie dort was gefunden haben, aber das hat uns nicht weiter interessiert. Jedenfalls bis jetzt nicht. Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landete in der Nähe des Raumhafens. Erzähl Ihnen von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Was es auch war, es fühlte sich an, als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Ich muss gehen. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake! Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Haben Sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Was für Pakete? Ich habe eine Pistole gefunden.
Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Wir setzen unser Leben aufs Spiel, um diese Kolonie zu retten. Sind Sie sicher, dass hier nichts mehr ist, das uns helfen könnte? Doch, da ist noch was. Ich wollte sie verkaufen, wenn das hier alles vorbei ist. Aber Sie haben sie wohl eher verdient als ich. Wer ist Ihr Kontaktmann im Raumhafen, Cole? Wie heißt er? Er ist kein schlechter Kerl. Ich will nicht, dass er Ärger bekommt. Außerdem bin ich kein Verräter. Okay, ich habe gerade eben schon einfach drüber geklickt, ohne was dazu zu sagen. Wir haben hier eine Option, die in blau erscheint. Das sind die guten Gesprächsoptionen. Und die, es gibt dann auch rote Gesprächsoptionen, die sind quasi die bösen. Die beeinflussen einerseits, wie sich unser Charakter charakterlich entwickelt. Andererseits sind das immer die Optionen, die einem eigentlich am meisten weiterhelfen. Das Problem ist, man muss eben diese Einspeicheln-Optionen, dieses Einspeicheln-Talent ein bisschen erhöhen, damit man diese Option auch wirklich immer zur Auswahl mit hat. Ansonsten funktioniert das nämlich nicht. Deswegen, immer wenn die auftauchen, drücken wir darauf. Er könnte vielleicht was mit diesem Angriff zu tun haben, Cole. Wir brauchen seinen Namen, es ist wichtig. Okay, okay, Sie haben ja recht. Er heißt Paul, arbeitet im Raumhafen, in den Docks, wenn er noch lebt. Gut, haben wir soweit alles ausgekundschaftet? Viel Glück! Wir schauen nochmal kurz hier rein. Oh ja, stimmt. Pistole und ein Waffen-Upgrade-Kampfsensor. Schauen wir uns gleich mal an. Die Pistole ist eigentlich... Ja gut, ich will nicht großartig mit Pistole rumschießen. Wobei die Stinger... doch schon ein Stück besser ist. Machen wir die nochmal rein. Und dann würde ich sagen... Ansonsten haben wir nichts weiter, ne? Präzisionsgewehr hatten wir schon ausgewechselt. Leicht Mensch, da haben wir nur schlechteres Zeug. Gut, ich gucke nochmal kurz beim Sturmgewehr, was wir hier reinmachen können. Wir haben ja hier Kampfsensor gekriegt. Einige Feinde nutzen Störtechnologien, um den Waffenradar zu blockieren. Dieses Upgrade verbessert die Erkennung und lässt solche Gegner sichtbar werden. Erkennung Level 1. Müssten wir natürlich beim Kühlkörper gucken. Plus 10% Hitzeabsorption. Ich weiß halt nicht, wie das ist, ob man, wenn man diese Fähigkeit bei den Squad-Mitgliedern reinlegt, ob das auch reicht. Das können wir aber mal ausprobieren. Wir legen das einfach mal nicht bei uns rein, sondern bei Ashley zum Beispiel. Hier, Kampfsensor rein. Wunderbar. Jetzt haben wir kurz hier reingeschaut und dann wollen wir aber auch mal loslegen, so langsam. Wir müssen mal ein bisschen vorankommen. Wieder ein bisschen kurz schließen. Dieses Minispiel wird uns das ganze Let's Play durch begleiten. Ist das nicht ein Traum? So, Hurricane haben wir glaube ich schon. Hammer 1 haben wir auch schon. Und wieder eine schwere Rüstung, die wir noch nicht tragen können. Nehmen wir trotzdem alles erstmal mit. Kann ja auch nicht schaden. So. Wir kommen langsam in Richtung Raumhafen. Wir sehen schon da hinten, ich glaube das Türmchen dürfte... der Ort sein, an dem wir müssen. Wir sehen, wir können hier auch mit Explosiva hantieren. Und dort liegt Nihlus. Er hat es wohl nicht geschafft. Es ist Nihlus. Da bewegt sich was. Hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Warum schleichen Sie hier hinten rum? Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment, Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um eine Schicht zu überstehen.
Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Sie sind Coles Kontakt hier in den Docks für den Schmugglerring. Was? Nein! Ich meine, was macht es noch für einen Unterschied? Okay, ich bin also Schmuggler. Na und? Mein Vorarbeiter ist tot. Die komplette Crew ist tot. Es ist doch jetzt sowieso alles egal, oder nicht? Haben Sie hier in der Nähe was versteckt, das wir gegen die Geth einsetzen könnten? Letzte Woche kam eine Ladung Granaten. Niemandem fällt es auf, wenn bei einer großen Militärlieferung ein paar Teile fehlen. Sie habgieriger Dreckskerl! Wir sind hier, um Ihren erbärmlichen Hintern zu schützen. Und das Einzige, woran Sie denken, ist, wie Sie uns abzocken können? Ich hätte nie gedacht, dass Sie diese Granaten wirklich brauchen. Wer sollte schon Eden Prime angreifen? Wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Woher hätte ich das wissen sollen? Geben Sie mir einfach die Granaten. Sie gehören Ihnen. Nehmen Sie sie. Meine Schmugglertage sind vorbei. Das schwöre ich. Ach, schade. Wir können es da nicht auswählen, dass Sie sollten es wieder gut machen. Jetzt haben wir nämlich den Punkt, jetzt müssten wir noch ein bisschen mehr im Punkto Einschmeicheln haben. Schade, schade. Wir können leider auch nicht während des Gesprächs auf das Squad-Menü zugreifen. Ich glaube, wir hatten ja noch ein Level-Up gehabt. Okay. Angriff, Sender, das Schiff. Ja, es ist alles wahrscheinlich nicht so neu. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Es ist halt immer schade, man fühlt sich immer so, als ob man irgendwas verpasst hätte, wenn man das dann nicht auswählen kann. Genau, wir haben nochmal 3 Punkte. So wird erstmal auf Einschmeicheln draufgehen. So, hier können wir noch die Regeneration und die das Gesundheitsmaximum ein bisschen hochpushen. Kampfpanzerung wäre auch eine Idee. Wir sehen auch, wir erhalten dann immer irgendwelche Skills, wenn wir dann eine bestimmte Ebene quasi erreichen hier davon. Adrenalinschub ist eine Fähigkeit, die man dann hier erwerben kann. Weiß ich nicht. Sturmangriffstraining könnte natürlich. Waffenschaden wäre schon eine Option. Ne? Nahkampfschaden weiß ich gar nicht, ob wir das so oft einsetzen werden hier in dem Teil. Später dann, vor allem im dritten Teil, wird es sehr interessant werden. Okay, ich würde sagen, ich gehe nochmal auf Soldat für einen Punkt. Und dann machen wir mal noch vielleicht die Kampfpanzerung. Ja, ich glaube, ich gehe noch auf die Kampfpanzerung. Und beim nächsten Mal gehen wir dann mal auf das Sturmangriffstraining. Ich denke, das klingt ganz gut. So. Und beim nächsten Mal gebe ich meine Punkte direkt aus. Okay, erstmal in Deckung gehen. Shit. Das ist schlecht. Ach Mensch, Ashley, muss das sein? So, dann muss das halt so machen. Um Ashley herum. So, haben wir noch jemanden? Sieht nicht so aus, ne? Okay. Wir müssen mal schauen, wo hier die Gegner sind. Die scheinen weiter drüben zu... Ja, da drüben, okay. Dann... Run! Hier dahinter. Und dann probieren wir noch mal eine Granate aus. Die war ein bisschen weit vielleicht. Und der Verwüster hält schon einiges mehr aus. Ich glaube, wir sollten mal... Oh, werfen. Okay, wir sollen wieder was machen. Das habe ich natürlich jetzt erst gesehen. Wir sollen keinen dazu bringen, ihn zu werfen. Dann probieren wir es gleich mal aus. Funktioniert wunderbar. Und er ist auch schon tot. Du musst auch in Deckung gehen. So, und ich würde sagen, oh, keiner hat es niedergestreckt. Das ist natürlich schlecht. Dann würde ich mal sagen, testen wir doch mal das Snipergewehr. Das hat nicht so gut geklappt. Oh. Nein, ich wollte nicht die Waffe wechseln. Du sollst schon beim Sniper bleiben. So, das haut nämlich ganz gut rein. Man muss eben nur treffen damit. Wie gesagt. Jetzt habe ich auch die Überhitzungsleiste wieder gefunden. Die ist unten links unter dem Waffensymbol. So, ist vielleicht doch ein bisschen weit. Das heißt, wir stürmen mal ein bisschen vor. Oh, er kommt aber schnell aus der Puste, ne?
So, auf die Entfernung kriegen wir das dann auch hin zu treffen. Den noch nicht so. Okay, jetzt aber. Jetzt ist das nicht mehr das Problem. Hat funktioniert. Wir sammeln mal kurz hier Zeug ein. Medigel ist immer gut. So, wir kommen auch ohne Kaidan weiter. Die Sache ist, als ich das allererste Mal gespielt hatte, dachte ich, dass die Charaktere wirklich sterben, wenn die Energie auf Null geht. Einfach, weil man eben auch Jenkins sofort verloren hat. Aber Jenkins stirbt halt immer. Jenkins stirbt einfach. Es ist aber in Wirklichkeit so, dass die Squad-Mitglieder einfach wieder aufstehen, sobald der Kampf vorbei ist. Und der Kampf ist jetzt vorbei. Deswegen speichern wir mal. Und ziehen weiter. Das Gute ist, wir haben ja unsere Gesundheitsregeneration. Das heißt, prinzipiell brauchen wir eigentlich gar keine Medigels. Irgendwann natürlich schon mal, wenn es ein bisschen härter wird. Aber so jetzt erstmal eigentlich nicht.